Willkommen zu unserer Abenteuerreise im Oman. Das hier ist unser Mitsubishi Pajero. Mit dem geht's heute durchs Land. Mit dem Geländewagen werden wir die nächsten 8 Tage durch den Oman fahren und im Dachzelt schlafen. Das wird eine richtig geile Erfahrung, glaube ich. Bevor es allerdings ins Gelände ging, ging es erst einmal zur großen Sultan Qaboos Moschee. Die Moschee sieht echt heftig aus und verfügt über den größten zusammenhängenden Teppich der Welt. Hier hinter mir ist der Gebetsraum. Ich habe noch ganz dem noch nie so einen riesigen Kronleuchter gesehen. Falls ihr euch die anschauen wollt, kommt morgens um 8, dann habt ihr die ganze Moschee für euch. Danach ging es dann 2,5 Stunden Richtung Snake Canyon. Und hier haben wir unsere ersten Offroad-Erfahrungen gemacht. Das war richtig cool. Wir sind heftige Straßen entlang gefahren. Durch den ganzen Sand hat man kaum noch was gesehen. Und am Ende sogar noch durch ein ausgetrocknetes Flussbett. Die Fahrt war trotz der Offroad-Strecke mega angenehm, weil sich die Autos einfach so gut fahren lassen. Wir sind angekommen im Snake Canyon. Boah. Alter, was für eine Fahrt. Aber richtig, boah, komplett staubig alles. Richtig geil. Was? Jetzt geht's zum Canyoning weiter in den Snake Canyon. Was mir da Dummes passiert ist, das erfährst du im nächsten.